Das funktioniert sowieso nicht, weil das Ding einfach zu klein ist. Timber! Nee, doch nicht. Geht doch nicht. Hat gerade noch gebremst. So, dann machen wir das doch mal. Top. Ich hab das Gefühl, Kletti hat nicht aufgegessen. Hier oben wäre jetzt auch die Sau. Jetzt schicken wir ihn aber nicht nochmal los, wenn er schon da war. Er kriegt einfach keinen Nacht zur Strafe. Ja, das könnte hinhauen. Ich hab mal den Honig geerntet. Finger weg vom Honig, das ist Nachtisch. Ja, ich glaube, soll ich hier oben das mal mit runterbringen? Wir lassen, glaube ich, nochmal oben, weil wir haben hier unten... Ja, die Küche ist noch oben alles. Okay. Wir haben halt hier unten angefangen, die neue Schmiede und das war's. Und, eine Mauer. Mauer ist immer gut. Brauchst du Steine? Ja, gerade nicht. Gab's nicht auch Autorun? Cool. Ja, aber sobald du eine Taste drückst, ist es wieder weg. Alles klar. Ja, das ist ein kleines, gemütliches Dach. Ich meine, es ist total sinnlos, weil der Turm ist nicht höher als die... Egal. Aber es sieht gut aus, vielleicht. Naja, man kriegt wenigstens Fallschaden. Ist nicht mal so hoch. Ja, ich weiß. Wie die Klippe dahinter. Aber man wird auch nicht von oben beschossen, weil ein Dach drauf ist. Er sagt, ich hab dir mal 100 Holz hingelegt. Nicht Draht zu viel. Das Feld ist auch fertig und kann geerntet werden. Ach, ich habe hier keinen Dixi-Dixi da. Soll hier noch was weggeklopft werden oder was habt ihr? Also wir vor? Machen quasi ein bisschen frei, dass wir da die Siedlung dran ausbauen können. Ah, okay, hier oben quasi. Bembel, schmeiß die 50 Holz, die du gerade wieder aufgenommen hast, einfach wieder raus. Wir müssten hier quasi das Lager noch vervollständigen. Ich glaub, der mir die Bohnen deine Füße weg, ey. Und ich hoffe, der Hafen ist so halbwegs okay. Schon, ja. Haben ihn immer so nachgebaut bei uns. Das sehe ich als Gütesiegel. Ja, gut raus. Ja, komm, du willst da unten dran stehen. Da, genau. Au, oh. Hoppla. Jupp. Könnte aber wieder hell werden. Es ist hell. Das ist das Problem. Es ist schon hell. Was ist denn hier los? Na, Kletti hat nicht aufgegessen. Und zack. Aber es gab doch Hackbraten. Tja. Ich hab aufgegessen. Ich seh's. Gab's Brokkoli dazu? Nein.
Ey, der Otter haut mich. Du hast angefangen. Das ist überhaupt nicht wahr. Es gab Rosenkohl. Ah, so schnell werden sie erwachsen. So. Grillt den Otter. Ich mag die Mauer, sagt der 79er. Ach, der hängt auch am Schädel, ja. Ne? Er traut sich nur nicht her. Nein, er hat keine Ausrüstung. So, das hat die nicht. Ich kann ja meine wieder abgeben und eine Low-Quali nehmen. Du willst quasi auf mein Niveau runter. Ey, mein Twitch geht so wieder. Tief kann sie doch gar nicht sinken, nicht mal nackig. Boah. Wenn ich den Otter jetzt nicht so lange kennen würde. Aua. Na, wo ist das so blöde Werk? Ich brauch eine Eisenspitzhacke, ey. Du weißt, wo es das Eisen gibt? Ja. Das ist ein Steingemetzel. Weiß. Ich weiß auch seit einiger Zeit, was es da noch Schönes gibt. Ach, hast du das Seed auch schon mal reproduziert und angeschaut? Nein, okay. Nein. Ich mein den dritten Boss. Ach, so. Ach ja. Der Schwabbelchef. Wir haben übrigens wieder verkackt, ne? Ich weiß es doch gar nicht. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Ich bin gerade im Minecraft-Zeitalter angekommen. Okay. Ja, ich baue Mauern. Das mache ich normalerweise in der Extensivität in Minecraft. Aber wir können natürlich auch einfach mal, wenn der Strom vorüber ist, Dinge tun und schauen, dass wir mehr Eisen kriegen. Oder wir können auch die Schmiede da drüben fertig bauen. Da hat, glaube ich, der 79er Kitty Bescheid gegeben, wie er es ungefähr bauen wollte. Ja, aber er ist ja auch im Chat, also. Ja, er kann jederzeit meckern. Das ist das Problem. Aber wir können es ja so machen, du baust die Schmiede und ich guck dich hin. Nein. Schade. Meckerbus an. Alternativ baue ich die Schmiede und er muss sie später was neu bauen. Das geht auch. Das ist ein Plan. Er kann auch im Discord streamen und ich kommentiere. So. So exzessiv Terraforming habe ich Valheim auch noch nicht gemacht. Yep. Ihr seid auf der Suche nach dem Mittelpunkt der Erde. Yep. Aber das wird uns nie wieder an Stein mangeln. Hat er eine Scheibe in den Mittelpunkt? Wahrscheinlich. Naja, je nachdem, von wo aus man das betrachtet, ne? Ja. Na, vielleicht sollte ich ein paar Steine. Mag mir jemand Steine rauswerfen? Danke. Sagt er jetzt für den Steinhauern. Ich wollte euch nur eure Last erleichtern. Benutzt uns doch nur. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber wenn du das so siehst. Oh, diesmal wird das Holz alles klar. Holz habe ich auch noch.
meine, rein theoretisch hätten wir hier die Wand auch nach oben ziehen können und dann solche Sachen, aber... Da, hier, also... Juhu, Holz. Ach, ich hab noch ein bisschen Holz. Ich trage schon zu viel. Okay. Liegt da im Nass. Ich muss da hoch zum Bauen. Zu viel Kohl, aber... Tür offen. Ja, zu. Da regnet es doch mal. Richtig. Ich glaube, ich brauche hier noch mal ganz kurz noch ein Dings. Dann machen wir hier mal Halbwände drauf. Können wir nicht, weil da die Teile sind. Alles klar. Ist okay. Verstehe ich. Machen wir also nicht. Wer zu Recht findet hier in dem Spielstand. Das kommt davon, wenn man zu viele Spielstände hat. Sind doch nur zwei. Ja, dann. Sag doch was, Kritti, bevor du auf mir rumspringst. Nee, so macht es ja mehr Spaß. Ich will das gar nicht wissen. Ich führe jetzt erstmal den Auftrag vom 79er aus. Und versuche den Otter zu grillen mit meiner Fackel. Okay. Grill, 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 putze, putze. Warum diesmal? Weiß ich nicht. Müsste er uns verraten. So, ich habe euch hier drüben mal zwei Truhen überdacht. Ey, Otter, du bist noch nicht durch. Du bist doch roh innen drin. Das ist halt eben ja am Nasach egal. Du hast mich eigentlich auch nicht mehr. Jetzt darfst du, jetzt bist du durch. Da. Frag nicht warum, es war einfach sinnlos. Wie viel Grillfleisch gibt es denn so ein Otter? Grillfleisch braucht man immer. Das ist eine gute Frage. Es ist übrigens dunkel, also falls jemand Bock hat zu schlafen, dann müsste wieder rüber rennen, ne? Das ist ein ganz schlechtes Thema hier in dem Spielstand. Du, das hat wunderbar geklappt. Als ich hier gejoint bin. Okay. Ja, bis wir die Mauer angefangen haben. Richtig. Bis wir alle was zu tun hatten. Na, komm ich zu den Kisten? Komm ich zu den Kisten? Ja. Oh, da ist sogar Platz drin. Okay, dann warp ich mich mal zum Bett. Förster. Was, du bist Förster? Das kann ich gar nicht sein. Ich lieg schon seit 5 Minuten. Es tut mir leid, ich sitze gerade auf dem knarzigen Stuhl. Kitty ist der Letzte. Diesmal schläft er normal. Ja, nicht so sportlich wie eben. Oh Mann, kleine DLC für Sims und 1 will ich haben. Das ist immer das Problem. Diese DLC-Politik, die einem das Geld aus der Tasche zieht. So, die Frage ist halt tatsächlich, wenn wir jetzt schon mehrere Leute sind, wollen wir dann vielleicht tatsächlich sowas wie Eisen sammeln gehen? Weil wir brauchen ja noch einen Haufen Eisen. Ja, wäre durchaus sinnvoll, denke ich. Dann würde ich sagen, wird die Klopperei hier später weitergezogen. Inklusive dieses fliegenden Steins da oben.
Den siehst nicht nur ich? Okay. Also bei mir fliegt ein Gänseblümchen, der Stein liegt unten, aber... Das Gänseblümchen konnte ich aufheben, jetzt ist der Stein auch weg. Okay. Wir sollten, glaube ich, die Drogen wechseln, die sind nicht gut. Oh. Die muss ich hier wegnehmen. Okay. Wir sind jetzt 5 Leute noch. Ja. Da haben wir nochmal mein Werkzeug. Ich bastel mir nochmal einen Haufen Pfeile. Aus Holz. Liegt Eisen in einem speziellen Biom? Im Sumpf. Sumpf ist böse. Mhm. Sumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf. Trumpf ist Trumpf. Rumpf ist Rumpf. Haben wir irgendwas zu essen hier? Genau. Essen sollten wir auf jeden Fall noch was mitbringen, aber... hier auch nicht mehr. Ich habe so gut wie keine Waffen. Jetzt in den Sumpf zu gehen, ist ein bisschen gefährlich, oder? Du hast immer eine... Hast du eine Bronzerüstung? Ich habe Beinschutz und Brustpanzer aus Bronze und eine Lederkappe oder ein Lederhelm. Ja, damit bist du besser ausgerüstet als ich. Aber wie gesagt, immer halt noch keine Waffe. Ich habe eine Steinaxt und die Bronze-Pickaxt. Und einen Bogen. Das klingt nicht gut. Dann sollten wir vielleicht eine Eisenwaffe vielleicht doch mal machen. Die erste. Einfach weil. Einfach ja. Weil. Ich gehe mal gucken. Naja gut, theoretisch könnten wir mit dem, was wir ja haben, schon mal ein paar Waffen machen. Ja. Oder Kleti? Ich muss gucken. Keine Ahnung. Ach, dieses Gesumme, ey. So, wir haben 30, 60, 62 Eisen. Ich würde... der Eisen... Streitkolben kostet 20 Eisen und das Schwert glaube ich auch. Ja, ich würde 3 Waffen hinkriegen. Also ich hätte Interesse an dem Schwert. Ich würde zurückstecken zugunsten meines Bogens. Die Leute, die gebronze ausgerüstet sind, würde ich da als erstes. Ich bin doch ein Depp. Als erstes mit schwereren Waffen versorgen. Also ich hätte maximal eine Bronzeaxt zum Kämpfen. Ich habe einen Holzknüppel. Und einen Edelholzbogen. Okay. Eine Bronzeaxt. Okay. Der Otter hat was? Auch Bronzeaxt. Und der Mildtrugmann hat gar nichts. Eine Steinaxt, ein Holzschild und ein Bogen und dann noch die Bronze-Pickaxt.